Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part in Shrouded. Der heutige Part ist ein etwas anderer als sonst, denn heute geht es ausschließlich ums Bauen. Ich mache quasi ein Speedbuild mit einer neuen Location, wo ich mein Häuschen bauen werde mit den Baumaterialien, die mir schon zur Verfügung stehen. Und ich werde natürlich auch für die Bäuerin, für den Schmied und für die Jägerin was Schickes bauen. Ich mache da auch die Kamera aus und lasse vielleicht zwischenzeitlich mal ein bisschen Musik laufen. Ich hoffe einfach, euch gefällt's. Aktuell haben wir auch auf meinem Discord-Server eine Bau-Challenge, in der jeder mitmachen kann. Solltet ihr Interesse daran haben und wollt auch mitmachen, dann joint auf jeden Fall zu mir ins Discord. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Ja Leute, wenn ihr euch erinnert, das ist mein erstes gebautes Haus in Enshrouded überhaupt. Ich habe ja auch hier beide Materialien benutzt, die man eben so am Anfang findet, das Holz und das Stein. Und das ist ja das Ganze von innen. Diejenigen, die meinem Kanal schon länger folgen oder auch länger schon meine Videos schauen, die wissen ja, wie es hier ausgesehen hat. Und ich habe ja aber gesagt, ich baue mir ein neues. Das habe ich jetzt getan, beziehungsweise ich habe mir den Grundriss gebaut. Und in dem Prozess habe ich euch jetzt nicht mitgenommen, da das Ganze doch sehr zeitintensiv war und ich da auch länger dran gesessen bin als jetzt nur einen Tag oder so. Genau, deswegen habe ich euch da nicht mitgenommen. Ich zeige euch mal, wo ich das Ganze jetzt hingebaut habe. Und zwar ist das, nicht die Hochweidenwarte, mein Gott. Und zwar ist das hier bei den Grabschleierkatakomben. Die habe ich noch nicht entdeckt. Ich bin halt hier zu meinem Zuhause gereist und habe mich halt dann hier umgeschaut, wo denn ein geeigneter Bauplatz wäre. Und der ist hier. Und dort werden wir jetzt mal hinreisen. Ich verrate euch auch gleich schon, ich habe kein gewöhnliches Haus gebaut, wie man es jetzt vielleicht erwarten würde, sondern ich habe in den Felsen gebaut. Ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist dann mehr oder weniger wie so ein Hobbithaus, aber dann doch nicht, weil es irgendwie so ein bisschen moderner ausschaut. Und ich werde jetzt mit euch jedes einzelne Zimmer kurz durchgehen und dann werde ich die Zimmer einrichten und da seid ihr dann auf jeden Fall mit am Start. So, wir sind jetzt hier im Altarraum. Der sieht noch ein bisschen wild aus und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich den gestalten möchte. Den finde ich jetzt aber gerade mal nicht so wichtig. Dann haben wir hier eine Tür. Von der gehen wir geradeaus hoch in diesen Raum oder diese zwei Räume. Hier soll quasi eine Küche entstehen und hier Wohn- bzw. Essbereich. Ich habe das Ganze hier offen gestaltet mit viel Licht und vielen Fenstern. Schade finde ich, dass es natürlich hier keine Fenster gibt, die quasi das Feld komplett bedecken. Aber Mai, ich finde jetzt auch nicht, dass es so schlimm ausschaut. Und auch hier habe ich eben die Anfangsmaterialien benutzt, Holz und Stein. Und was ich nämlich auch ganz cool finde, habe ich hier auch die Felsenstruktur gelassen. Genau, wenn ihr hier rausschaut, dann seht ihr, habe ich auch schon eigentlich eine coole Aussicht soweit. Hoppala. Dann können wir nämlich hier hochgehen in diese Tür. Und hier wird dann das Badezimmer sein. Das hier wird dann eine begehbare Dusche werden. Hier kommt wahrscheinlich das Waschbecken hin und hier die Toilette. Und ich habe dann hier auch extra so eine Öffnung gemacht. Ich wollte eigentlich Fenster reinmachen und dann ist mir natürlich eingefallen, dass das Ganze nicht funktioniert mit den Fenstern so. Ich meine, vielleicht kommt es ja noch, dass man solche Fenster machen kann, aber vorerst ist halt hier die Öffnung. Naja, ihr wisst schon, es muss ja auch abziehen können. Wenn wir dann hier lang gehen, hier wird dann mein Schlafzimmer sein, eben auch mit Holz und Stein. Das sieht jetzt gerade auch noch ein bisschen blöd aus und ja, das eine Fenster ist schmaler als das andere, aber warum soll man denn immer irgendwas symmetrisch bauen? Wenn man dann hier rausgeht, hat man hier jetzt noch einen kleinen Mini-Balkon. Und ja, da unten muss ich noch meine Bauhilfen abreißen. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie ich euch das Ganze von außen zeigen kann, aber ich probiere mein Bestes. Hier muss ich auf jeden Fall noch Zäune hinmachen, damit ich Depp wieder nicht runterfliege. Und dann zu guter Letzt, wenn wir hier runtergehen, am Altarraum vorbei, kommen wir hier in die große, ich nenne es jetzt mal Werkstatt. Ich weiß ja aktuell noch nicht, wie viel Platz jeweils jeder Charakter braucht, den man so findet. Vielleicht werde ich es dann auch im späteren Verlauf noch abtrennen. Aber auch hier habe ich halt darauf geachtet, dass hier schön viel Licht reinkommt. Und wenn wir dann hier runtergehen
Und hier lang haben wir hier tatsächlich auch noch sowas Ähnliches wie, ja, einen kleinen Garten für Felder und so. Da muss man halt gucken, vielleicht schütte ich das alles auf, damit es irgendwie ebenmäßig ist, aber das weiß ich noch nicht. Ja, hier ist so eine Ansicht vom Haus von außen. Die andere, ich weiß jetzt nicht, ob ich da rüberkomme. Ich will es jetzt irgendwie nicht riskieren. Aber ja, genau, das ist quasi jetzt der Rohbau. Und ich werde jetzt anfangen, jeweils die Zimmer einzurichten. Ich habe da auch schon coole Ideen. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr seid mir nicht böse, dass ich euch jetzt bei dem Bauschritt hier nicht mitgenommen habe. Also, ich würde sagen, let's go und wir starten.
Ja, Leute, somit bin ich fertig mit Küche und Wohn/Esszimmer. Ich habe mir halt gedacht, dass man aus diesen Blöcken, aus diesen einzelnen, ja, sowas Ähnliches wie eine echte Küchenzeile machen kann und habe das dann auch so in die Tat umgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, was hier oben das Problem ist. Das soll auf jeden Fall eine Dunstabzugshaube sein, falls man das nicht sieht. Und darunter der Herd. Ich weiß nicht, warum das so flackert. Clincht es mit den Steinen oder so? Oder ist das Flackern normal? Genau, das ist halt einfach quasi so Hochschränke noch und die Arbeitsfläche mit Kochbüchern. Dann hier in der Mitte habe ich eben so eine kleine Kücheninsel gebaut, auf der man halt auch noch arbeiten kann. Hier ist dann der Kamin und das in Anführungsstrichen Sofa. Und hier hinten ist der Essbereich. Ich weiß, dass es noch mehr Deko-Objekte gibt und es wird hier auch noch zugeklatschter sein am Ende, aber diese ganzen Objekte habe ich einfach noch nicht. Ich wollte dann noch den Fellteppich für hier benutzen, aber dafür müsste ich auch erstmal dieses getrocknete Fell machen. Und dafür fehlt mir jetzt gerade Salz, beziehungsweise habe ich nicht da. Genau, das war also jetzt der erste Streich mit dem Wohn- und Essbereich. Ach, das hat sich sogar mal wieder gereimt. Gut, dann, wo gehen wir denn weiter? Gehen wir weiter ins Schlafzimmer. Thank you.
So, dann sind wir auch fertig vorerst mit dem Schlafzimmer. Ich habe mir hier quasi so ein kleines Himmelbett gebaut mit so Aussparungen für ein schönes großes Doppelbett, weil ihr wisst ja, man braucht unbedingt Platz beim Schlafen. Und hier habe ich einen Kamin gebaut, der jetzt nicht besonders hübsch ist, aber der halt soll halt so an den Kamin erinnern, den die Amis irgendwie immer so haben. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Dann habe ich mir hier noch ein kleines Stühlchen hingestellt, wo man die Aussicht genießen kann und natürlich zwei Teppiche. Wie gesagt, mehr an Deko habe ich ja jetzt gerade auch noch nicht. Deswegen ist es halt gerade noch so ein bisschen spartanisch. Und wenn man dann auf den Balkon geht, dann habe ich versucht, hier zwei so Blumenbeete hinzuklatschen. Mir ist am Ende dann die Erde ausgegangen, beziehungsweise die Blumenerde. Das heißt, ich muss da auf jeden Fall noch ein bisschen farmen dafür. Und natürlich die Bank hier, die sich gerade wahrscheinlich als etwas gefährlich darstellt, wenn man sich jetzt da draufsetzen würde. Deswegen gehen wir ganz schnell wieder rein. Sondern jetzt weiß ich nicht genau. Ich habe ja den Schmied. Und ich habe. Weiß ich nicht, habe ich die Schmiede schon gemacht oder nicht? Ich muss mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir Badezimmermöbel herstellen kann. Ich weiß aber nicht, bei wem und ob ich das an einer Werkstatt machen muss oder nicht. Weil wenn ich jetzt hier bei ihm gucke, dann kann ich eigentlich nur Geschirr machen. Deswegen, da muss ich jetzt noch mal gucken, ob ich die Schmiede schon stehen habe oder nicht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Ah ja, genau, ich hatte die Schmiede schon platziert, aber ich habe ja aktuell da auch nur ein Rezept. Deswegen kann ich hier leider auch nichts machen. Ja, dann, meine Lieben, bleibt uns ja eigentlich quasi nur die Werkstatt, die wir jetzt noch einrichten können. Und ja, dann würde ich sagen, hebe ich jetzt hier mal so viel ich kann auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich habe mir jetzt die Taschen voll gemacht mit dem Zeug, was ich mitnehmen konnte und habe davor auf jeden Fall Mats gesammelt, um mir schon mal drei solche magischen Truhen herstellen zu können. Und ich werde jetzt die Werkstatt einrichten und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und das ist jetzt unsere fertige Werkstatt. Ich meine, klar, hier ist natürlich jetzt auch noch nicht viel gemacht. Es sind halt jetzt die grundlegendsten Dinge da, die ich für den Anfang so machen konnte. Das wird auf jeden Fall dann auch noch ausgebaut, wenn ich eben mehr freigeschaltet habe. Also immer mal wieder. Ich bin ja froh, dass ich jetzt überhaupt ein Haus habe, wo alles erstmal steht. Und ich freue mich auf die Zukunft, was ich noch alles bauen kann. Und es gibt bestimmt noch eine Folge. Das Bad konnte ich leider nicht mehr einrichten, da ich noch keine Badsachen freigeschaltet habe, aber das kommt bestimmt auch bald. In dem Sinn, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Montagabend und dann sehen wir uns morgen mit Dragon's Dogma 2. Bye!